Diese Wahl könnte die Zukunft der EU entscheiden. Und das liegt an ihr. Marine Le Pen hat gute Chancen, neue Präsidentin Frankreichs zu werden und möchte ihr Land dann aus der EU führen. Aber wie wählen die Franzosen ihren Präsidenten? Wichtigster Unterschied zu uns: Die Franzosen wählen ihren Präsidenten direkt. Sie mussten dafür ihren Stimmzettel bisher immer zweimal abgeben. Denn nur wer mehr als 50% der Stimmen erhält, ist gewählt. Das ist im ersten Wahlgang bisher noch nie passiert. Im zweiten Wahlgang treten dann die beiden Kandidaten gegeneinander an, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Der französische Präsident ist viel mächtiger als der deutsche Bundespräsident. Zum Beispiel ernennt er den Premierminister, setzt Referenden an, kann das Parlament jederzeit auflösen und Neuwahlen beschließen. Außerdem bestimmt er die Außenpolitik und ist Oberbefehlshaber des französischen Militärs. Diese 11 Kandidaten wollen Präsident in Frankreich werden. In den Umfragen liegen aber vor allen Dingen zwei vorne. Emmanuel Macron ist für die EU, will aber dafür kämpfen, dass die europäische Idee die Bürger wieder mehr erreicht. Außerdem will er Renten- und Arbeitslosenversicherung reformieren und mehr Polizisten in gefährliche Banlieues schicken. Marine Le Pen tritt für den rechtsextremen Front National an. Sie möchte wie in Großbritannien die Bürger über einen EU-Austritt abstimmen lassen. Außerdem sollen Franzosen bei Arbeitsplätzen oder Sozialwohnungen gegenüber Zuwanderern bevorzugt werden. Für Frankreich und die EU ist es also eine total entscheidende Wahl. Wie sie ausgeht, steht wohl nicht nach der ersten Runde am 23. April fest, sondern erst nach der Stichwahl am 7. Mai.